Wir supporten Dagobert Duck mit 1000 Münzen und eröffnen sein neues Geschäft. Tada! Das gehört zu 1000stel mir. Also, je nachdem, was es gekostet hat. Coole Sache. Das erste Geschäft ist fertig. Wir können jetzt richtig shoppen gehen. Und die Investition soll sich lohnen. Wir kriegen Münzen. Achtung. Ah, gut, 400. Aber. Ist trotzdem ein Minusgeschäft, aber 400 sind besser wie keine. Komm herein und sieh dich um. Das heißt, wir Freundlichen haben Dank. 603 geschossen. Das machen wir mit einmal Salat. Scheiß Job. Wieder gut. Nein, also Salat anpflanzen. Auf keinen Fall. 100 Salate, was eine Arbeit. Man kriegt nichts dafür. Nur Kacke. Oh, eine Nachricht. YouTube. Oh, da ich Disney-Fan bin, ist das Game einfach nur traumhaft anzusehen. Es sind so viele bekannte alte wie neue Figuren dabei. Ich muss es einfach haben. Danke für die lustigen Videos. Bin auf das nächste sehr gespannt. Hey, geile Nachricht, oder? Freut mich. Ja, schön. Während des Streams Nachrichten bekommen, die gut sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit in diesen Zauber eintaucht. Kaffeemaschine? Ansehen, ich kann sie ansehen. Einen schönen Tag noch! Eine Espressomaschine. Du interessierst dich für diesen Gegenstand? Oder Espressomaschine. Eine schöne Anschaffung für jemanden mit gutem Geschmack. Die kaufen wir. Pam. Freundlichen Dank. Vielleicht kann ich einen Kaffee aufmachen. Ey, das wäre ja krass. Ich mache einen Kaffee auf. Was ist das? Ein Thron. Nein, von der Eiskönigin oder was? Ich habe so wenig Ahnung von Disney. Das ist echt ein Problem. Mützen, Hüte, Schuhe, Schmuck. Weiß ich nicht wohin. Die Hacke als im Anschlag, das ist geil. Ich habe als die Hacke im Anschlag. Super. Da oben ist zu. Kommt bestimmt noch. Das auch zu. Dahin ist Dagobert. Eine Werkbank. Uns fehlt Weichholz. Also wir können tausende Dinge herstellen und sehr wahrscheinlich können wir jetzt Kopfsteinpflaster auch daheim bauen. Ja, genau. Wir brauchen nur eine Werkbank. Wir gehen mal in den Garten und bauen mal eine Werkbank. Warte. Hallo! Yep, Ralf reicht's. Den habe ich gesehen, der war saugut. Klar. Hey. Gekauft. Auf Wiedersehen und bis bald. Der ist dann auch weg, ne? Okay, krass. Also, die erste Shoppingtour durch Dagoberts Laden. Und ich sag mal so, hey, wir haben noch Geld. Wenn nicht, pflanzen wir Salat an. Also Leute, ich muss jetzt ein Geständnis machen. Ein echtes Geständnis. Seitdem ich jetzt sehe, was man hier alles machen kann und was man sich alles kaufen kann. Also ich habe jetzt mir diesen Spielautomat gekauft zum Beispiel. Den stelle ich jetzt mal hier in den Garten, weil ich es cool finde, im Garten einen Spielautomat zu haben. Entfernen. Oh, das geht. Genau. Weil ich es cool finde, im Garten Spielautomat zu haben. Es ist einfach stylisch. Ralf reicht's, ihr wisst. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, jo, mach ich mal das, verdiene hier Geld und jetzt mache ich mal hier ein bisschen so und ich zeige euch mal, wie man was, keine Ahnung, wie schnell macht und klickgeil quasi hier durch die Gegend renne und mir denke, ja, da wächst mein YouTube-Kanal. Nein. Es ist kein schnell, schnell, bam, bam Spiel. Ich zeige euch, wie es geht und ich bin der König der Bären. Nein, es ist ein Spiel, was
was viel mehr Zeit verdient, was viel mehr kann, was so detailliert ist, man könnte den ganzen Tag über nur eine Kaffeemaschine reden. Habe ich mir übrigens auch gekauft. Mir fehlt jetzt noch ein richtiger Tisch dafür. Also, allein, dass ich mein Haus gestalten kann. Allein, dass ein Multiplayer-Modus kommt, weil ja diese Vorbestellungsgeschichte mit Wishlist-Geschichte erreicht worden ist mit über 300.000 Leuten. Also, der Multiplayer-Modus, der kommt. Und diese ganzen Details, guckt euch mal mein Haus an. Mein Haus sieht aus wie, Achtung, Kinder, Ohren zu halten, wie Scheiße. Aber ich weiß, ich kann alles verändern. Ich kann alles verändern. Da, geht schon los. Ich komme da rein und es geht weiter. Erweitere dein Zuhause und passe es an. Ja, verbringe Zeit in deinem Haus, um deine Energie aufzufüllen. Okay, da esse ich was. Nutze das Lager deines Hauses als zweites Inventar. Ja, genau so. Und jetzt stelle ich mal hier ein bisschen meinen Kram hin. Ich will meine Kaffeemaschine aufbauen. Ja, also durchs Rushen und hier, da auf meinen alten Schrank stelle ich meine Kaffeemaschine. So. Ich werde mir so eine richtig coole Bude einrichten. Ich werde es hier richtig schick machen und groß und einfach spielen. Kommt her, das Schnellste, das Beste, das Höchste. Hier am Arsch, Schnellste, Höchste, Beste. Einfach spielen. Spielen und genießen und die Charaktere erkennen und mal wissen, wer es ist. Da habe ich übrigens ein paar dabei, die ich gar nicht kenne. Achtung, jetzt könnt ihr lachen. Passt auf. Tada, wer ist das? Das ist natürlich Aladdin aus der Wunderlampe. Okay, nein, mal im Ernst. Ich gehe jetzt mal hier in die Liste rein. Ich kann die hier nicht öffnen im Haus, gell? Nein, ich kann sie nicht öffnen. Ich muss rausgehen. Ich bin draußen. Jetzt bin ich draußen. So. Dreamlight ist klar. Alles besteht aus Dreamlight, habe ich kapiert. Und wenn ich etwas besonders gut mache, wie so einen Meilenstein, dann kriege ich hier Dreamlight-Punkte. Was ich damit mache? Keine Ahnung. Warum? Ich kenne das Spiel doch nicht. Müsst ihr andere angucken. Aber ich spiele. Ich spiele dieses Spiel. Ich genieße es. Und ich werde es erangeln und erkochen und ersammeln. Das verstehe ich nicht. Egal. So, Freundschaften. Bringe Freunde ihre Lieblingsgeschenke. Habe ich gemacht. Ich habe Merlin als Freund gewonnen. Merlin ist ein Erntehelfer. Ja, ich weiß nicht aus welchem Land, aber er ist Erntehelfer. Und ich sammle es ein. So. Und ein bestimmtes Level. Habe ich auch gemacht. Schließe Freundschaften. Habe ich auch gemacht. So, da wachsen meine Punkte. So läuft es. Nett mit schnell, schnell. So, und jetzt gucken wir mal Charaktere. 17 Stück gibt es wohl. Ich möchte unbedingt Wall-E. Wall-E ist mein Ziel. Wall-E ist total geil. Jetzt haben wir das Gebiet, wo er lebt. Verstehe ich das richtig? Er hat hier Arthurs Schwert. Also Merlin ist klar. Merlin, bibbidi babbidi buh und so. Das ist Merlin, meine ich. Wall-E ist klar. Die Erde aufräumen. Auch verstanden. Ich habe immer Vania gesagt, aber das heißt ja gar nicht. Das heißt Vaiana. Das ist die, wo die Oma stirbt und dann durchs Wasser so gleitet und sie nochmal besucht. Ganz cool. Ich glaube, das war das. Kenne ich. Ratatouille. Da steht zwar Ratatouille-Toilette, aber das heißt Ratatouille. Ratatouille war doch die Ratte im Hut drin. Kenne ich auch. War cool. Und jetzt fängt's an. Ariel, die Meerjungfrau. Hab ich nie gesehen. Der Prinz Erik wird dazugehören. So wie Olaf und der komische auch dazugehören. Egal, also Ariel und die Ursula, sieht aus wie die böse Hexe scheinbar, weiß ich aber jetzt nicht. Ich will jetzt nicht aufgrund ihrer körperlichen Statur sagen, dass sie böse ist, aber sie sieht aus, als wäre sie ziemlich scheiße drauf. Die Eiskönigin. Elsa, Anna, wer kennt sie nicht, und Christoph. Wo zur Hölle ist denn der... Ich bin ein Pferd. Wo ist er? Er ist nicht da. Das ist irgendwie so ein bisschen... naja. Okay. Die Rapunzel. Neu verföhnt. Ja, und da war ja auch noch ganz viele andere drin. Wo? Was ist hier los? Was will ich mit ihr? Sind die irgendwo versteckt? Gibt's die zum Freischalten? Kann ich mir die kaufen? Also, da bin ich mir nicht sicher. Weil das ist ja voll die dumme Kuh. Ja,
Die hätte ich am besten gleich aus dem Turm geschmissen. Egal. So, Mickey und ihre Freunde, ist klar, hier, da haben wir hier die üblichen Verwandten, Dagobert und Donald und Goofy und Mickey Maus. Jetzt habe ich aber in der Vorschau gesehen, Toy Story, Leute, den und ihr wisst schon, wen alles. Ich habe so viele Leute noch gesehen, ich bin gespannt, ob das noch kommt oder ob es drin ist und man es jetzt finden muss. Also Fakt ist, Wall-E ist mein Freund, ich will Wall-E. Egal was ist, Wall-E will ich haben. Die anderen können machen, was sie wollen. Hier sind übrigens die ganzen Items. Die hätte ich hier ein schönes Foto machen können mit Salat und so. Ich ochse. Na gut, ich habe mich irgendwo da schwierig rauskopiert. Gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Also, gibt keinen, ich mache hier das Beste und Schnellste und Tollste, sondern ich spiele dieses Spiel und ich nehme euch mit auf diese Reise. Und wenn ihr Bock habt, seid ihr dabei. Und ich versuche natürlich die langweiligen Passagen rauszunehmen, ist ja ganz klar. Mondstein. Beschreibung. Das lese ich mir jetzt mal durch, ohne euch. So, also, dieses Fest, das Pixar-Fest, Fest-Festival, das für 800 kann ich das starten. Ich habe 10 von diesen Mondstein-Dingern da. Jetzt mal meine Frage. Ich habe doch gesehen, dass ich irgendwo 8000 habe. Hier. 8000. Die hole ich ab. Bevor die Gegenstände einfach, solltest du dein Konto mit der Cloud synchronisieren. So, ich bin angemeldet. Ging ganz einfach. E-Mail-Adresse angeben, Passwort eingeben, Wunschpasswort und abschicken. Und dann auf der E-Mail bestätigen bzw. den Code ablesen und eingeben. Ganz easy peasy Kacke. So, jetzt holen wir die 8000 Münzen ab. Die da einfordern. Habe ich jetzt alles? Das hat gar nicht gemacht. Pleng, peng. Ah doch, da, oh, da kommt das Zeug. Gut, dann gucken wir jetzt noch hier rein. Event. 8010 haben wir jetzt. So, und? Mondstein? Sehr wahrscheinlich müssen wir da erstmal hinkommen. Haha, ich verstehe. Entferne Nachtdorn haben wir gemacht. Einsammeln. Was sind das denn für Dinge eigentlich hier? Wie heißen die? Pixar-Fest-Dinge. Dinger. Verkauf. Boah, verkaufe Gerichte. Wir können kochen und verkaufen. Baue Topase ab. Ja, okay. Beginne Diskussion. Aktiviere den Premium-Sternenpfad, um mehrere Aufgaben auf einmal zu erledigen. Ist der denn immer freigeschaltet oder muss ich den irgendwie... Aktiviere den Premium-Sternenpfad, um schnelle Marken zu sammeln und noch mehr exklusive Belohnungen freizuschalten. Du erhältst noch mehr kultige neue Looks und besondere Möbel, mit denen du dein Dorf dekorieren kannst. Cool. Bestätige und erhalte 100 von denen. Aktivierung bestätigen. Was soll das? Ach, für 4100 kriege ich noch 100 von denen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich gebe Gas. 100 bekommen, die sind weg. Jetzt haben wir hier parallel quasi zwei Lines, die wir abarbeiten können. Sammle Sternenmünzen, verkaufe Gegenstände. Ja, ist total geil. Ist natürlich totales Grinding. Ja? Sammel das, hebe Früchte auf, mach dies. Aber ich stehe drauf. Ich stehe drauf. So. Und ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das Feld werde ich natürlich bepflanzen und ich werde Geld machen wollen hier ohne Ende. Aber warum? Um mir den ganzen Scheiß kaufen zu können. Das fängt ja schon beim Dagobert seinem Shop an und hört auf bei Worte. So, jetzt lege ich mal auf, wie man so schön gesagt hat früher. Ich lege mal den Hörer auf. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch. Und drück mal aufs Abo-Knöpfchen, bitte. Abos, ich brauche Abonnenten. Das ist komisch, weil die stehen bei 117 und es passiert nichts mehr. Das wäre schön, wenn ihr da drauf drücken würdet. Dann kann ich nämlich alle Folgen machen und weitermachen und weitermachen und weiter Gas geben. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.